Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Factorio. Mit Stromproblemen. Stromprobleme. Wir haben Stromprobleme. Wir haben Stromprobleme. Herr Fischi hat gesagt, dass jetzt. Soll ich dir das jetzt nochmal erklären? Mit dem Strom? Eigentlich. Also, pass auf. Nicht. Pass auf, die Produktion ist halt der Pegel des Produktionsdingens, ne? Dieser zweite Pegel, der ist bis zum Anschlag. Das heißt, wir sind auf volle 100%. Aber wir verbrauchen schon wesentlich mehr. Deswegen ist es gelb angezeigt. Wir müssen das jetzt nochmal bauen, diese Konstruktion. Solange wir eben kein Solar oder sowas haben. Oh, Fischi. Ja, was ist denn? Diese rote Produktion geht hier langsam auch ein bisschen kapeiser. Habe ich von dir gelernt. Ha. Rote Produktion? Die rote. Die Erforschungssache. Manchmal findet man aber auch seine Worte nicht, ne? Ja. Was willst du denn damit sagen? Du meinst, da wir haben bald nichts mehr zu erforschen. Ja, du meinst, also was du eigentlich sagen willst, ist, wir brauchen bald die grünen Fläschchen. Jo. Wir müssen ja jetzt aber nun nicht. Guck mal, du verlierst wieder den Fokus auf die Augen. Wir müssen die Mauer. Die Mauer muss stehen. Ja. Die Mauer. Du kannst es dir gerne aufschreiben. Du kannst es dir auch immer wieder so als Mantra so ein bisschen immer wieder selber sagen. Die Mauer muss stehen. Oh nein, ich habe die Kohle eingesammelt. Man ist halt Mauer eben hier in Factorio ein bisschen Konzentrationsmund gelähmt. Ja, das stimmt. Ich kann ja eh nicht Computer spielen und dabei reden. Das kann ich ja gar nicht. Das kann keiner von uns. Das können wir beide nicht. Ich auch nicht. Moderieren? Ach Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Oha. Ich würde ja gerne mal Computerspiele spielen und das Spiel aufnehmen und meinen Ton und das zusammenfügen und das irgendwie den Leuten zeigen. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Aber das ist doch nachvertont dann. Das ist eine Idee. Oder was? Nee, währenddessen. Nee. Ja, aber denn, das ist doch dann so wie immer. Du bist so doof. Hallo, was machst denn du da? Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich habe Eisen geholt, damit ich Förderbänder bauen kann. Wir brauchen aber viel mehr Eisen. Mann. Ja. Können wir jetzt mal eine zweite Eisenquelle hier anzapfen, die nur für Eisen ist? Hier oben. Hier haben wir doch sowas. Machen wir jetzt. Das ist so ein kleines Dingens. Guck mal, das reicht doch. Ja, erstmal. Aber es reicht doch vom Erz. Guck doch mal, das Band ist doch voll. Das ist erstmal, es reicht. Ich will jetzt hier einen Förderer haben, dass wenn ich Eisen brauche, dass ich ja hinlaufe und dass ich aber Eisen habe. Du kannst das gerne nach hinten noch erweitern. Dann musst du das eine mit dem Teiler dann ein bisschen ein Stück verschieben. Ich höre dich nicht. Es ist so laut, wenn ich meine Förderrampe hole. Ja. Und ich kümmere mich um Strom, oder wie sieht das aus? Na, da mache ich auch gleich mit, wenn ich erstmal hier das Ding gebaut habe. Wie viel habe ich jetzt? 4. Und wie viel habe ich von den Dingern? 6, 7. Wo sind denn jetzt meine Bänder? 10. Gott, ich habe so wenig. Kann ich noch 5 bauen? Das passt. Okay. Strom. Ach du Scheiße, ich habe. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Ach Scheiße! Oh, am Strom! Am Strom! Oh Gott. Ich komme angelaufen mit meinem MG. Panzerbrechende Muni, ich sag's dir. Panzerbrechende Muni. Oh, ihr alten Pissflitschen, ehrlich, das ist so unfassbar. 3 von den Kesseln zerstört. Haben wir denn? Oh, ich bring Geschütztürme mit. Wir haben ja zum Glück, haben wir eine automatisierte Geschützbaueinheit gebaut. Oh Mann, oh, die haben 42 Geschütze, so. Oh, ist kaputt gemacht. Oh, das geht vorbei. Boah, die Nasen, ne? Unfassbar. Ich glaube halt, die haben keine Nasen. Wie viel hatte ich hier nochmal? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eigentlich passt denn hier noch eine ran. Mindestens. Wieso habe ich jetzt Eis? Das ist hier nicht korrekt verteilt. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh nein, ich Vollhorst. Ich muss es ja noch verarbeiten. Was machst denn du? Fischi? Oh, das wird sich gar nicht passieren. Oh nein, Fischi, ich habe kein Fließband mehr. Oh nein. Ich wollte ja welches mitbringen, aber es gab einfach zu wenig Eisen. Oh nee. Jetzt habe ich Kacke gebaut hier. I love it.
Und wer beschützt die jetzt, wenn ich hier wieder, wenn die angegriffen werden? Hä? Fischi. Was? Wer beschützt hier was? Wer beschützt unsere Kessel? Jetzt, wo da keiner mehr ist? Ja, ich hab 42 Geschütztürme. Ich werde da gleich hingehen. Zwei? Was? Jetzt ehrlich? Ich habe 42 Geschütztürme. Ich werde da gleich hingehen. Was, echt jetzt? 42? Ich hab 42 Geschütztürme. Du bist ein Gott. Ja, und es ist immer noch viel zu wenig, um die komplette Mauer zu umdenken. Ja, ist doch ist okay. Ist dir das eigentlich aber das, bewusst? Ja, aber das kommt doch nach und nach. Erwarte doch nicht, dass man sofort alles hat. Ja, aber man kann doch, man kann doch darauf hinarbeiten. Hm? Deswegen sind wir ja hier. Deswegen wurden wir eingekauft als Spezialistenteam. Wir wurden eingekauft. Spezialisten-Factorio-Team. Du machst ja echt jetzt noch ein Vierer-Ofen-Set hin. Na ja, gut. Ja. Ja. Ja, solange ich hier mich immer aufregen musste. Oh Gott, so rum, ne? Jetzt stimmt das auch mit unserem Kupfererz da oben nicht. Das ist doch hier ein Hin und Her. Scheiße, ist doppelt. Aber ich seh ja sowas immer sofort, ne? Ich muss dann da auch ran und Sachen machen. Kann ich da mal bitte, Hanu, wie sieht's aus? Oh. Das klang gerade eben wie die Banababa, wie die McDonalds-Werbung. Oh, das war ich nicht. Das war. So, jetzt. Oh Mann, ich hab zu wenig Eisen. Oh, erkennst du ein. Oh, hä? Kommt hier weniger Kohle an? Das große Problem mit dem Eisen. Ja, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin ein bisschen salty auch deswegen. Wieso denn? Weil ich es kann nicht sein, dass wir jetzt nach der 28. Folge, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt gemacht haben, und? Nach der 38. Folge immer noch Eisenprobleme haben. Ja, das ist schon immer so. Ja, aber es ist ja auch ein legitimer Grund, um ein bisschen zu holen zu sein. Ich finde, das darfst du mir auch nicht nehmen. Warum willst du mir das denn überhaupt nehmen? Warum willst du denn, dass ich mich nicht auch mal aufrege? Hast du mich mal aufregen gesehen? Nee, weil ich das nie mache. No. Und weil ich immer so der liebe Typ bin. Und warum brauchst du dich jetzt gar nicht aufregen? Warum denn? Das ist immer so mein Style. Ich will das auch mal ändern. Ich will auch mal ein harter Typ sein. The bad guy. Fishy the bad boy. Pass auf, ja. Dann fliegen alle bad Mädchen man. Auf dich. Du weißt es. Oh nein, ich hab schon... Dann fliegen alle Mädchen, auf mich drauf, genau. Naja, Fischi, der Traummann. Machst du denn auch so mit bei so RTL-Shows? Ja, die bitte? Produziere ich aber auch selber. Na, immerhin ist das denn hochwertiger. Richtig. Das weiß ich jetzt schon. Kennst du Marty Fischer? Nee. Der hat einen ganz tollen Musik-YouTube-Sender. Das kann ich ja mal hier Werbung machen. Ja. Ganz tollen YouTube-Musik-Channel. Wo er so ein bisschen erklärt, wie was für Musik aus was für Bestandteilen besteht und so weiter. Ja, ja. Und das macht er ganz toll. Und der macht das so toll, dass er jetzt vom Kika angerufen wurde und jetzt seine eigene Sendung kriegt. Ist das nicht toll? Das ist cool. Ich finde das so toll. Könnt ihr mal bitte gucken? Scheiße, ich habe die Adresse nicht parat. Er packt es in die Beschreibung. Macht er sowieso nicht. Oh, aber das vergesse ich eh. Ja. Warte mal, ich tabbe extra raus für die Leute, weil ich finde den Fischi. Kanal so gut. Fischi. Ja. Wir können nichts mehr forschen. Ja, es ist nicht so schlimm. Wir müssen ja eh die Mauer bauen. Der Kanal heißt The Klavinova. The Klavinova. T-H-E und dann C-L-A-V-I-N-O-V-E-R. The Klavinova. Bitte mal vorbeischauen. Schöne Grüße da laufen. Das ist eine super Sache. Schöne Grüße. Der macht das auch so lustig. So, Jetzt kann ich weiterarbeiten. Jetzt werden hier nämlich auch alle vier Öfen befeuert. Das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Und wie viel Eisen haben wir denn schon? 90. Ja, es ist noch nicht the hit, ne? Ich habe jetzt 65. Ja. 65 Selbstschussanlagen. Wow. Bring die mal bitte alle mit, weil ich brauche die hier. Oh, hier ist leider. Oh, hier ist, nein. Oh. Ich komme. Oh, den krieg ich gerade noch hin. Ja, fertig. Oh, du hast die Mauer hier wieder rausgenommen, ne?
Was? Wieso? Ja, ne, ich muss sie hier mitnehmen. Das ist ja richtig. Ich bin doch hier verantwortlich. Oh nein! Oh nein! Ha! Scheiße! Was ist denn? Oh Mann, das ist doch kacke hier. Du hast falsch gebaut, ne? Nein, das ist das eine Ding, passt da nicht mehr hin. Ich muss ein Rohr hier reinsetzen. Zack. Er ist doch gut. Ist das Band dafür nicht mehr reicht. Er ist doch nicht schlimm. Das ist doof. Hä? Okay. Ich mach das. Dann baue ich erstmal hier, bevor du die Mauer hast, ja noch nicht da ganz rumgezogen, ne? Oh, du hast aber was vor, du. Ja, ich leg die jetzt extra groß an. Weil ich die Geschütztürme automatisiert habe, ne? Weißt du? Ich dachte, naja, wenn der das eh macht, dann können wir das ja so machen. Weißt du eigentlich, wie groß später unser Solarpark ist? Das wird die Hälfte des Lagers einnehmen. Ohne Witz. Ohne Witz, Herr Schmitz. Mir zu krass irgendwie. Ja, ich denk einfach voraus. Das ist so. Oh Mann! Ich weiß aber noch nicht genau, wo ich einbiege. Oben ist noch Kupfer. Zeig mal her. Kupfer. Ach, hier oben ist die. Okay. Fischi, ich könnte vielleicht gleich deine Hilfe gebrauchen. Würdest du mit mir kurz mal die Mauer ablaufen? Oh, da ist eine Horde. Da ist eine ganz schön große Horde. Ja, ist okay. Lass die tritt auf die Mauer. Und wird zersäbelt. Zack, ist sie weg. Das fand ich schön. Zack, ist sie weg. Ach so. Ja, warte mal. Jetzt platziere ich noch die Türme hier zu Ende. Mach das. Wow, das macht voll Spaß. Es wäre so schön, wenn wir jetzt schon die kleinen Roboter hätten, ne? Dann würde das automatisch funktionieren. Dann kannst du so eine Blaupause anfertigen. Oh doch, die sind toll. Fischi, du wirst sie nicht missen wollen. Was ich alles nicht missen wollen werde? Ja, ne? Wirklich. Das macht richtig Spaß später mit denen. Aber ich verrate nichts. Du hast jetzt schon alles gespoilert. Oh, natürlich. Oh, shit. Machen wir das jetzt mit denen? Ich glaube, wir nehmen jetzt die normalen Strommasten. So schnell wie möglich jetzt hier die Verteidigung aufbauen, das ist gut. Si, señora. Siete quanto e le quante grenze. Du hast sie teilweise lustig gesetzt, aber das ist gut. Finde ich gut. Ja, ich finde, da muss man jetzt nicht ganz so akkurat sein, weil wir daher wahrscheinlich eh nochmal die Anzahl verdoppeln oder so. Ich weiß noch nicht. Nee. So. Jetzt habe ich gar keine Munition reingemacht, ne? Ist dir aufgefallen? Naja, brauchst du ja auch prinzipiell nicht. Naja, aber da oben, weißt du zumindest, wo sie gerade eben... Sie sind schon wieder am Strom! Was? Sie sind schon wieder am Strom! Mann! Oh, ich bin ja am Strom! Nazi weg, Fischi! Nazi weg! War nur noch einer. Was haben sie kaputt gemacht? Nichts? Hä? Ach, da haben sie dran genagt. Ah, oh, Mann. Ich gebe mal ein bisschen was rein hier und dann wird das. Oh, jetzt rechts auch noch. Es ist ein Problem. Ne? Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Habe ich das schon gesagt? Es ist ein Problem. Das muss auch irgendwo. Alter. Jetzt, da links machen sie schon Sachen kaputt. Was steht denn da links überhaupt? Hast du gerade mal einen Arm bei dir? Also. Ja. Hast du erstmal gerade einen Arm? Reich mir mal die Flosse, Genosse. Oh, shit. Der Strom ist ausgefallen, kann das sein? Ja. Deswegen, weil ich brauche einen Arm. Du hast wegen dem Arm den kompletten Strom? Ja. Oh. Ah, alles gut. Der eine hier, der braucht noch einen Arm. Kannst du dem einen geben? Und deswegen ist kein Strom? Ja. Holy ich kann gerade nicht mehr Dampfmaschinen aufbauen. Und die eine da oben ist auch noch kaputt. Ja, oh ja, ich habe aber Reparatur dabei. Habe ich nicht mehr. Zack. So.
Und ich glaube, das. Oh, das Förderband ist. Siehst du? Ja. Ja. Schon ist es heil. Boah. Wie von Zauberhand. Du Gott. So, ich gehe Eisen holen. Wow. Ja, das ist mit der Mauer. Wir brauchen mehr Mauer. Und hier ist überall. Ach, das. Ach, weil die keine Munition haben. Aber hier sind keine Arme. Warte mal, ich verstehe es nicht. Die haben keinen Strom. Ach, hier fehlt. Oh. Weil dann würden sich die Arme nehmen. Guck mal, jetzt befüllen sie sich alle. Yay. Hier fehlt auch. Du musst gucken, dass der Stromfluss gegeben ist. Ja, ich bin überall anscheinend. Macht doch nichts. Geh mal da hinten ein bisschen Munition auffüllen. Das ist mir hier so ein bisschen zu gefährlich. Da kommen die ja ständig. Wie du das hier alles aufgebaut hast. Geil. Fischi. Guck, hier ist nämlich keine Munition. Jetzt knabbern die hier. Ja, wir brauchen ja auch Arme, aber ich habe keinen. Aha. Ich habe kein Eisen gerade. Wow, aber so, das sieht so toll aus, Fischi. Du hast es schon perfekt gemacht. Ja, ist ja nicht so schwer zu verstehen, ne? Einfach so machen, dass es gut ist. Hör mal auf. Das hat immer damals, als mein Chef, der hat dann immer gesagt, also habe ich immer gesagt, durch den Funk, ne? Ich war ja damals immer auf dem Funk mit meinem Chef, wegen Aufnahmeleitung. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Und hat er immer gesagt, mach es so, dass es gut ist. Geil. Und dann, so habe ich eigenständiges Arbeiten gelernt. Naja. Gut, ne? Ja. Ich finde unsere Mauer toll. Ja, die Mauer ist gut. Die Mauer muss stehen. Ja, tatsächlich. Die Mauer muss stehen. Ja. Wollen wir noch mal ein extra. Mauerbau. Machen wir das schon. Ja, aber das dauert zu lange. Das dauert mir zu lange. Ja, aber ich will das nach und nach aufbauen. Das bringt jetzt nichts, wenn wir das durchdremmeln. Also dafür haben wir auch gerade die Ressourcen gar nicht. Schon allein am Eisen scheitert das hier. Aber nach wir könnten nochmal dremmeln. Bau das erstmal so auf, ne? Wie du aufbaust. Die wird schon wieder auch gar nicht mehr verbrannt. Fische, diese Ofen machen mich irre jetzt hier. Ja, mich auch. Weißt du, was wir machen? Wieso ist hier eigentlich kein vierter Ofen? Das ist ja. What the hell? Was machst du denn hier eigentlich? Ach so. Was denn? Fischi, wie gut. Was ist denn? Ich brauche gerade mal den Platz. Komm, wir machen das jetzt mal richtig hier. Wo denn? Was denn? Ach so. Ja, das habe ich heimlich gemacht. Pass mal auf. Oh, ich habe genug. Ich meine, jetzt mache ich hier oben ja auch noch Eisenplatten. Jetzt könnten wir die auch dafür nutzen. Pass mal auf. Fischi? Ja. Es tut mir leid, aber das muss gerade mal sterben. Bau es komplett ab. Ich habe hier oben noch Eisen. Ich habe hier oben noch Eisenplatten. Fischi. Was ist denn? Wir bauen jetzt eine zweite Reihe. Boah, krass. Genug Mist jetzt hier. Ah ja, weil es auch schon aufstaut. Ja, okay. Mach das. Ich habe alles gut. Hilfst du mir? Nee. Arsch. Ich mach hier halt andere Sachen. Ist doch in Ordnung, oder nicht? Das ist ja Arbeitenteilung. Boah, Arsch. Ich bin hier aber gleich fertig und dann komme ich zu dir. Aha. Wirklich. Ah ja. Ich mach das dann gleich. Komm du mir mal nach Hause. Wir wohnen gar nicht zusammen. Das weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht. Oder. Ja. Ich weiß es. Nein. Tut mich sorry. Meint ihr mal Fischi? Indiana Jones. Einsam. Im Tempel. Auf der Flucht. Vor der. Weiß ich nicht. Wer war eigentlich immer hinter ihm? Hinter ihm her. Hä? Weiß nicht, wer der Erzfeind von. Ach so, Hitler. Was? Nein. Die Bundeslade, die ihn fast verschluckt hätte. Oh, dieser vierte. Der vierte Indiana Jones, ne? Darf man darüber eigentlich reden oder. Ich glaube, die Spoilerfrist ist abgelaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Spoilerfrist. Das ist auch gut. Das war ja ein Drecksfilm. Ja, der war kacke. Genauso wie Prometheus. Schlimm. Ey, Prometheus fand ich eigentlich ganz. Oh ganz Gott, okay. Der war schlimm. Also, aber nicht als Alien-Fortsetzung, sondern eher. Der war auch so als Alleinfilm, war der kacke.
Oh, jetzt haben wir hier natürlich gelbe und da aber blau. Oh Gott. Guck mal, hier kriegst du Eisen. Ach, wieso mache ich das eigentlich so eng hier? Bin mir hier nicht ganz sicher, ob das so schlau ist. Brauche hier nur eine Maschine. Maschinen. Aber wenn ich hier gut alles nutze, dann ist wieder alles. Dann ist. Oh. Das Doofe ist, ich muss jetzt gleich nochmal. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das wird jetzt ein bisschen tricky. Ich. Fischi, das wird hier tricky. Ja, ich, es. Es ist. Oh. Ice, Ice, Baby. Wenig Eisen. Ich muss vielleicht doch noch was Eisen dazu holen. Wie lange ich jetzt nichts gesagt habe, weil ich so lange überlegt habe. Was soll ich jetzt machen? Alles ist gut. Nee, hier brennt nichts. Pass auf. Ich mache hier gerade Sachen. Gucke. Gucke. Guck's dir einfach an. Hier bist du. Oh. Geil, du musst dann andersrum laufen, ne? Oder wie hast du es? Ich muss es jetzt nochmal runterschicken. Das ist halt immer das. Oh. Oder kriege ich es mit einem Mal? Nee, ich schaff das nicht mit einem Mal runter. Nee. Nee, das geht nicht. Nee, das aber ich geht, glaube ich, so gerade nicht. Und dann so. Ja. Das haben sie auch zu kurz gemacht, finde ich. Da hätten sie ruhig. Naja, das ähnliche Prinzip funktioniert ja dann auch mit den Rohren so. Ja, aber da geht's besser, finde ich. Ein bisschen. Das Erz holen die jetzt mit dem Roten rein. Das ist zwar so, ich hätte das auch tauschen können, ne? Aber es ist okay. Die Roten sind dafür eigentlich schnell genug. Warte mal, auf dem anderen Band läuft gar nichts mehr. Warum nicht? Wieso, was? Wie? Auf dem anderen Band läuft gar nichts mehr. Was war denn das für ein Band? Das ist von dir da. Wir können das denn. Ich will es gleich noch verknüpfen mit dem. Mit dem Hauptband. Aber wieso. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich hab's erstmal bei dir damit. Ja, aber das Band kann noch weg. Hä? Ich dachte, du brauchst das. Oh, du machst extra für mich die. Oh! Nee, ich mach das nicht extra für dich. Naja, aber jetzt ist ja hier, das ist mein Problem hier gelöst. Was ich hier oben hatte, wo ich gerade so ganz lange einfach nichts gesagt habe und überlegt habe. Das finde ich ja super. Also ich würde das schon gerne mit auf die Hauptlinie hier packen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich baue jetzt erstmal. Ja, aber dann teil das doch. Dann teil das doch, lass die Hälfte zu mir hier kommen. You know? Ich baue jetzt erstmal die komplette Riege hier aus. Ist dir das bewusst? Also komplett weiß nicht, wovon zwei. Du sprichst. Musst du gucken, musst du sehen. Und wenn du das vergrößerst, siehst du, dass das halt zwei komplette Riegen sind. So. Also wenn dann erstmal nichts ankommt, weiß ich auch nicht. Danke. Gerne. We are a team. We are a team. We are a team. We are young. Echt nicht mehr, schade. We are young. Ah ja, stimmt, sind wir ja nicht mehr. Das waren noch Zeiten, wo man dachte, man wird auch nicht älter. Ach Quatsch, ja, wir sind immer noch jung. Ja, aber damals dachte man, man wird ja nicht mehr älter. Und dann wird man doch ein bisschen älter. Und langsam fängt der Körper an, so. Ja, klar. Du kannst nicht mehr alles machen, so wie vorher. Das ist schon gemein. Wir sind schon krass in der Überlänge. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber wir sind schon. Es geht ja noch. Ziemlich in der Überlänge. Guck dir das an. Bambalicious. Bambalicious? Nicht das. Hast du das auch von mir? Nee. Das Herbst hast du übrigens von mir. Wusstest du das? Nein, stimmt nicht. Doch? Nee. Doch, das Herbst, das habe ich schon lange vor dir gehabt. Ich hatte ein anderes Herbst. Ich habe ein Herbst. Du hast ein Herbst. Ich habe ein Herbst. Oh, 60. Oh, Fischi, komm, begrenz mal die Eisen. Also guck mal, begrenz mal das so, ne? Begrenzen. Begrenzen. Wie begrenzen? Begrenzen. Wie geht das? Musst du unten auf das X klicken und dann einfach nach oben ziehen. Wow! Begrenzen! Aber machen ich mach die so nicht begrenzen. Mehr. Da machen die nicht mehr als das ich. Das sind denn 150 Stück? Guck mal, wir haben jetzt schon genug. Wir haben überhaupt nicht genug! Wir haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal ein Viertel des Kreises voll. Und wir haben da unten bestimmt schon 150, 200 stehen. Naja, ungefähr. Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Faktorium. Das ist eine Folge. Wir sehen uns wieder bei Factorio, aber ja, halt erst nächstes Mal. Und so. Bis dann. Tschüss. Tschüss.